Durchfall, Bauchschmerzen oder Blähungen. Das kann ein gereizter Darm sein. Die Ursache sind häufig kleinste Risse in der Darmwand. Dagegen hilft Kitymea Pro. Kitymea Pro legt sich auf die geschädigte Darmwand wie ein Pflaster. Kitymea Pro, wie ein Pflaster für den gereizten Darm. Herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 8. Juni. Die Apothekengewerkschaft ADEXA ruft die Angestellten in Apotheken auf, sich am Apothekenprotesttag am 14. Juni zu beteiligen. Denn von der geforderten Erhöhung des Apothekenhonorars hänge auch der Spielraum für Tariferhöhungen ab. ADEXA-Chef Andreas May wird auf der Demonstration in Berlin sprechen. Während der verheerenden Hochwasserereignisse im Sommer vor 2 Jahren konnte die Arzneimittelversorgung in den betroffenen Regionen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nur sichergestellt werden, weil die Apothekerinnen und Apotheker vor Ort improvisierten. Die ABDA fordert für solche Krisen eine Regelung, dass auch von grundlegenden apothekenrechtlichen Vorgaben abgewichen werden kann. Wie kann man unentschlossene Kolleginnen und Kollegen motivieren, sich am Protesttag in der kommenden Woche zu beteiligen? 2 Apotheker aus München schlagen vor, dass sich auch der Großhandel beteiligt und seine Touren einschränkt. Die Unternehmen sehen sich in der Verantwortung, suchen aber dennoch den Dialog mit ihren KundInnen. 50 Cent will die Regierung den Apotheken für die Bewältigung der Lieferengpässe gewähren. Die ABDA kritisiert das und rechnet dem Gesundheitsministerium in ihrer Stellungnahme die Kosten für das Lieferengpassmanagement vor. Demnach entstehen jährlich Personalkosten von mindestens 425 Millionen Euro. Zum Protesttag ist Kreativität gefragt. Zwar stellte die ABDA ein Plakat sowie 0-Euro-Scheine bereit und bietet auf ihrer Website weitere Vorlagen und Argumentationshilfen an. Vielen Apotheken reicht das aber nicht. Für die Information der KundInnen, Schaufensterdekoration und Teilnahme an den Demonstrationen wird mehr Material benötigt, das je nach Geschmack auch pointierter sein darf. Inzwischen sind daher auch viele ApothekerInnen selbst aktiv geworden und stellen das Material zur Verfügung. Auf Apotheker ad hoc gibt es dazu eine Übersicht. Auch Sie können uns Material schicken, nutzen Sie dafür die eingeblendeten Kontaktwege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.